Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Nummer 6. Letzte Folge sind wir durch die Kolzberge hindurch, haben dort ja gegen Vargas gekämpft, den Schüler von Duncan, und haben dann noch gegen Ende Edgars Bruder getroffen. Sabin heißt er. Er hat sich jetzt unserer Party angeschlossen. Waren ja immer noch auf dem Weg zum Unterschlupf der Rückkehrer. Da sind wir jetzt auf dem Weg hin, sind auch gleich da. Wir brauchen nur noch einmal in den Norden laufen. Ich habe jetzt eben gerade nochmal Sabin kurz ausgerüstet, hier einen Riesenhandschuh gegeben und die Rittertugend dazu. Sollte, glaube ich, erstmal passen und reichen. Wie gesagt, ist ja nur noch ein kurzes Stückchen. Und dann sind wir auch schon da. Ja, was diese Folge schauen wir uns nur das Versteck der Rückkehrer an. Gibt es ein, zwei kleine lustige Sachen, die wir dort erleben können. Und ja, schauen wir uns das einfach mal an, würde ich sagen, ne? Also erstmal wieder herzlich willkommen hier bei Final 6 und wir wollen loslegen. Gehen hier erstmal wieder in den Norden. Ist ziemlich linear, kann man eigentlich gar nicht verfehlen. Ja, Gegner so wie vorher, Moose und Belmodars, die uns hier ins Leder wollen. So, guck mal, da ist auch schon so ein kleines Bergchen, wo man raufgehen kann. Eine kleine Höhle, wollen wir mal reingehen. Und da sind wir auch schon. Unterschlupf der Rückkehrer. Hallo, guten Tag. Majestät, ihr werdet erwartet. Okay. Gut. Sehr schöne Musik. Auf einmal können wir uns bewegen. Gut, den Rest müssen wir dann zu Fuß zurücklegen. Majestät, ihr werdet erwartet. Ja, wissen wir. Wir können jetzt hier gerade mal eben schon da aus diesem Pott da, zack, direkt meine Gelbkirsche rausholen. Das ist ganz gut. Ich glaube, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schätze hier zu finden. In diesem Versteck. Die imperialen Strohköpfe kommen nie rauf, dass wir hier unsere Basis haben. Na, hoffentlich. Hier gibt es einen Krämer. Hier können wir was kaufen. Augentropfen. Könnten wir vielleicht jetzt mal ein paar mehr einstecken für die kommenden Aufgaben. Nächsten Dungeon warten oder beziehungsweise kommen ein paar Gegner, die uns erblinden lassen wollen würden. Von daher kaufen wir uns da erstmal ein paar. Hier Ether, dauert nur ein bisschen teuer, ne? But ich habe ja Geld. Ich habe ja eben beim Farmen ein bisschen was an Geld geholt. Hoffen wir mal, dass wir 5 haben. Man weiß ja nie. Zelte verzichte ich gerade mal drauf und hier können wir auch noch das Accessoire Laufstiefel kaufen, haben wir aber eigentlich auch schon. Also echt unwichtig. Und natürlich zu guter Letzt können wir hier unten in der Herberge noch eine Runde rasten. Dann machen wir eben auch mal ganz schnell. Ja, wir wünschen zu ruhen. Der König möchte uns sehen, aber wir wollen erstmal schlafen. Nee, Majestät, meine ich. Erstmal ausruhen. Ne? Erstmal ausruhen. Ja, da ist die Nacht auch schon wieder vorbei. Alle ausgeschlafen. Hier gibt es nichts weiter zu finden in dem Inn der Herberge. So, jetzt aber Majestät. Oh, er ist weggelaufen. Guck mal, ist gar nicht mehr da. Wo ist er hin? Er steht wieder an der Tür. Was ist denn hier los? Warte mal. Wird das lustig? Weißt du, der wird erwartet. Okay. Ja. Dann kommen wir jetzt mit. Nein, mit. Wir mussten nur ausschlafen kurz. Jungspund. Soldat. Gut, okay. Gehen wir hier durch die Tür. Kommen dann hier in... Sieht man das hier? Oder... Nee, wer das... Wessen Zimmer das ist, sieht man nicht. Hier ist ein Speicherpunkt. Den nutzen wir noch nicht. Und da unten steht schon so ein Typi. Den sprechen wir gleich an. Erstmal öffnen wir die Kiste mit einer Heilpotion. Und, um es eben schon mal hergezeigt zu haben, hier hinter ihm geht so ein kleiner Gang lang. Und dort kommen wir zum Lethi-Strom. Oder Leth-Strom. Lethi-Strom. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Lethi? 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 Lethi-Strom? Ich nenne ihn einfach Lethi-Strom. Lethi? Lethi? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nenne ihn so. So, ja, der Typ hier. Wer ist denn das? Ist das etwa... Ist es Bannon? Natürlich. Werter Bannon. Wir haben das Mädchen. Klingt irgendwie gerade ein bisschen, als ob wir sie entführt haben. Aha! Du bist also das Mädchen, das Resonanzen bei der Esper auslöste. Esper? Es hat den Anschein, das arme Kind wurde vom Imperium kontrolliert. Durch die Brieftauben bin ich grob im Bilde.
Ich hörte, du solltest 50 imperiale Soldaten in nur 3 Minuten allesamt getötet. Das ist nicht wahr! Terra! Bannon, bei allem Respekt, ihr geht zu weit. Stelle dich der Wahrheit. Man erzählt sich eine Geschichte. In einer Zeit, da die Herzen der Menschen noch frei von Niedertracht waren, gab es ein einziges Gefäß, das nicht geöffnet werden durfte. Die Neugier eines Mannes jedoch war zu mächtig. Als er das Gefäß öffnete, entwich das Böse in die Welt. Missgunst, Eifersucht, Habgier, Krieg und Unterdrückung. Einzig ein Lichtschimmer blieb in dem Gefäß zurück. Das Licht der Hoffnung. Was immer auch geschehen ist und wird, denke nie, deine Gabe sei verflucht. Du bist das letzte Licht, das der Welt geblieben ist. Das Licht der Hoffnung. Bannon! Ich bin erschöpft. Lasst mich etwas ruhen. Genau, erstmal eine Nacht drüber schlafen. Ja, und damit können wir Terra gerade steuern. Wir sind allein auf weiter Flur. Da steht Lock. Aber vorher öffnen wir noch eine Kiste. Hihihi. Eine Phönixfeder haben wir da erhalten. Sehr schön. So, Lock, was gibt's? Viele Menschen, die mir lieb und teuer waren, fliehen durch das Imperium. Gestahl und seine Schergen haben mir gezeigt, wie es heißt, zu hassen. Vielen droht ein ähnliches Schicksal, wenn nichts unternommen wird. Um das zu verhindern, habe ich mich den Rückkehrern angeschlossen. Aber ich hab doch niemanden. So ein Unsinn! Und bestimmt gibt es auch ein paar Menschen, die dich in ihr Herz geschlossen haben. Auch für sie lohnt es sich zu kämpfen. Was war das eben? Ninja-Schlag? Okay. Ja. Da hat Locke bestimmt recht. So, was machen wir? Wir. Dieser Typ hier geht erst vorbei, tatsächlich, wenn wir mit allen unseren Freunden gerade gesprochen haben. Unsere Bewegung ist klein, doch gewinnen wir überall Sympathisanten. Die Freiheit liegt zum Greifen nah. Ja. Okay, dann gehen wir erstmal. Wir waren in der Herberge, hier ist Sabin, mit dem sprechen wir gleich. Die imperiale Offensive macht uns allerorts schwer zu schaffen. Ein Gegenschlag muss bald erfolgen. Hier gibt's jetzt ein kleines, einen kleinen Gag, wenn man das so will. Hier ist dieser Besprechungstisch und hier oben in der Ecke ist ein Stück Papier, was auf dem Boden liegt. Wir könnten es wegwerfen oder liegen lassen. Wenn wir es wegwerfen würden, würde halt nichts Besonderes passieren. Wenn wir es liegen lassen, gibt's später dann noch eine kleine Szene. Die will ich auf jeden Fall herzeigen. Also wir lassen es eben mal liegen. Wir gehen jetzt nochmal kurz hier hoch in das Zimmer, wo Bannon vorher drin war. Denn dort gibt Edgar noch sein Stelldichein. Hallo, woher? Edgar! Oh mein Gott. Ich weiß, dass wir viel von euch fordern. Doch zwängen wir euch, unsere Ansichten zu teilen, wären wir nicht besser als das Imperium. Daher wünsche ich, dass ihr euch aus freiem Willen entscheidet. Okay. Das schauen wir mal. So, wollen wir noch zu Sabin eine Runde reden? Cooler Typ. Ich hab mal wieder keinen Plan. Aber mein Bruder hat sich noch nie geirrt. Er war immer für mich da. Du kannst ihm blind trauen, wirklich. Bleibt aber ein Geheimnis vor Edgar, ja? Weiß schon, Männer und Gefühle. Ja, schon eine coole Sau, der Sabin. So. Dann haben wir jetzt ja gerade erst mit allen soweit gesprochen. Gehen hier oben nochmal in dieses Räumchen rein. Hier gibt's nämlich sage und schreibe nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schätze. Man mag es kaum glauben. Hier gibt's ein Eromesser. Ein Eromesser. Dann haben wir hier eine Phönixfeder drin in der Truhe. Dort haben wir die Rittertugend, die wir eben auch schon haben, das Accessoire. Äther. Und Gegengift. Zu dem Air Messer. Air Lancet.
Eromesser, erzähl ich gleich noch was. Fasst Mut und kämpft an unserer Seite. Ja, vielleicht. Man weiß noch nicht. Hier gibt's noch einen Geheimgang. Ja, ja. Zu einer weiteren Kiste mit einem weißen Umhang drinnen. So, und dann zeig ich mal was. Das Eromesser ist natürlich, wie der Name schon sagt, Wind, ne? Also Windelementar. Und Runik können wir damit benutzen und natürlich auch in zwei Hände nehmen. Und der weiße Umhang. Hab ich jetzt natürlich vergessen zu gucken, aber wir schauen mal eben. Der weiße Umhang, ich glaube. Quatsch, da. Auch nicht. Dann müssen wir nochmal ins Menü gucken. Terra kann es leider nicht anziehen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da, der weiße Umhang. Schneeweißen Tuch, gefährlichen Umhang, bewahrt seinen Träger vor Kobold und Stumm. Und natürlich gehen die Werte nochmal ein bisschen nach oben. Ich glaube, ich habe es hier irgendwo stehen. Ja, gibt uns auf jeden Fall einen Bonus von plus 5 auf ganz normale Verteidigung. Natürlich Magieverteidigung. Und der Magieausweichswert steigt dann auch nochmal um satte 10 Punkte. Schon ein nicer Umhang. Ja, jetzt gehen wir erstmal kurz raus hier wieder. Jetzt gehen wir mal zu diesem Typen, wenn wir haben jetzt mit allen unseren Gefährten gesprochen und erst dann passiert das hier. Unseren Anführer sucht ihr? Er ging nach draußen. Es ist noch nicht lange her. Ja. Und vor der Tür würde er stehen, der Bannon. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, von ihm ein Accessoire zu bekommen. Der einfachste Weg wäre, wenn wir jetzt zu ihm hingehen, er stellt uns eine Frage, wir antworten ja, würden wir direkt dieses Relikt bekommen und wir würden mit der Story auch ein bisschen mehr voranschreiten, beziehungsweise würden wir ein bisschen mehr von der Story erfahren. Wir könnten allerdings auch Nein sagen, dann ist der Bannon erstmal ein bisschen enttäuscht, dann können wir wieder, sind wir wieder drin, kommen, können wieder rausgehen, können ihn dann nochmal ansprechen und dann wieder Nein sagen, ist er noch mehr enttäuscht, dann können wir wieder reingehen, nochmal rausgehen und dann nochmal Nein antworten und dann ist er super mega enttäuscht, aber wir bekommen dadurch ein anderes Accessoire oder Relikt. Und ich würde sagen, ich muss jetzt gerade eben mal kurz abspeichern gehen, damit ich halt jetzt beide Varianten herzeigen kann. Denn ich möchte gerne, dass das ja, dass ihr das auch, sag ich jetzt mal, beides seht. Weil das eine halt die Story ein bisschen, ja, ein bisschen mehr nicht vorantreibt, aber es wird ein bisschen mehr erzählt. Und außerdem hatten wir ja diesen einen, das einen Papierschnipselchen liegen lassen. Da gibt es dann auch nochmal diese eine Szene, die, ja, sag ich dann gleich. Okay, also ich würde jetzt sagen, ich gehe mal eben kurz abspeichern und dann schauen wir uns einfach mal eben die erste Variante an, in der wir einfach ja sagen. Ne? Also, ich gehe nochmal eben rein und dann sehen wir uns gleich wieder vor der Tür. Bis gleich. So, da bin ich wieder eben einmal gespeichert und dann wollen wir einfach mal eben kurz mit Bannon reden, wenn mich denn der Fels lässt. Dem Zehennagel wieder hängen geblieben. Hallo Bannon. Bist du zu einem Entschluss gekommen? Dürfen wir unsere Hoffnung in dich legen? Ich werde kämpfen, ich weiß nicht. Ich werde kämpfen. Wunderbar! Aber ich habe solche Angst. Das ist kein Wunder, mein Kind. Jeden plagt Unsicherheit. So will ich dir dieses reichen, Terra. Das ist... ein Talisman. Er wird dich schützen. Nun nimm ihn schon. Gauntlet erhalten. Mir kommt da eine gute Idee. Rufe doch bitte die anderen zusammen. Okay. Ja, zu diesem Relikt erzähle ich dann gleich was. Wir wollen erstmal hier kurz der Geschichte eben lauschen. So, und jetzt sehen wir schon hier, da wir diesen Zettel haben liegen lassen, passiert es... Wer wagt es, hier seinen Müll abzuladen? Ja, das war's auch schon. Hätten wir den weggepackt, wäre nichts passiert. Wäre nichts passiert. Jeder weiß, dass das Imperium seine Siege mit Hilfe von Magie erringt. Doch wie um alles in der Welt hat Gestall die magischen Kräfte wieder erweckt. Das ist der springende Punkt. Um dies zu sondieren, hatte ich Locke entsandt. Er brachte interessante Kunde. Gestall hat Gelehrte aus aller Welt versammelt, die Esper-Studien betreiben.
Der Überfall auf Narsch fand statt, um an neue Erkenntnisse zu gelangen. Das heißt, dass zwischen Espern und Magie ein Zusammenhang besteht? Esper und Magie. Bei diesen zwei Worten fällt mir nur eins ein. Doch nicht etwa... Oh doch, lieber Edgar. Der Magiekrieg. Nicht wirklich! Das meint er nicht ernst! Meine Großmutter erzählte mir immer vorm Einschlafen davon. Sind die Geschichten wirklich wahr? Sollte sich etwa die Tragödie des Magiekriegs von Neuem abspielen? Wer weiß das schon? Über 1000 Jahre liegt nun alles zurück und zahllos, wie die Jahre sind, die Thesen der Gelehrten. Eine besagt, dass man den Espern damals Energie entzog und sie auf Menschen transferierte. Das also steckt hinter Magie. Um Gestalt Baroli bieten zu können, werden auch wir Magie benötigen. Törichtes Geschwätz! Die Fehler der Vergangenheit dürfen nicht wiederholt werden. Was schlagt ihr dann also vor? Ich fragte mich, ob es nicht möglich wäre, eine Esper um Rat zu bitten. Na? Eine Esper? Das ist riskant. Doch wenn wir Terra und die Esper noch einmal vereinen, könnte das Wesen erwachen. Gibt es denn keinen anderen Weg? Ich fürchte nicht. Was geschehen wird, kann ich nicht sagen. Doch haben wir keine andere Hoffnung. Terra, wir brauchen deine Hilfe. Terra? Lasst es uns versuchen. Ich verstehe zwar nur Chocobo, aber klingt irgendwie spannend. Bin dabei. Was war das eben für ein Geräusch? Was ist da los? Sir Bannon! Was ist da los? Figaro wurde... Oh mein Gott. Huch, was hast du? Was ist passiert? Die imperialen Truppen marschieren von Südfigaro direkt auf den Stützpunkt zu. Wir sind entdeckt. Bereitet sofort die Evakuierung vor. Lock. Schon klar. Ich soll nach Südfigaro und den Vormarsch bremsen? Wir setzen ganz auf deine Fingerfertigkeit. Viel Glück. Terra, mach keinen Unsinn, bis ich wieder da bin. Insbesondere solltest du auf gewisse lüsterne Könige Acht geben, die hier nicht näher genannt werden sollen. Lock! Sehr schön. Haha, Edgar, kannst es etwa immer noch nicht lassen? Und was tun wir? Wir werden über den Lethi-Strom nach Narsch fliehen, auch der Esper-Wägen. Sehr wohl, man wird uns am hinteren Tor ein Floß bereitstellen. Es ist eine gefährliche Route, aber andere Wege bleiben uns nicht. Terra, es ist zu gefährlich, ihr. Flieht mit uns nach Narsch. Dort werdet ihr sicher auch Gelegenheit haben, mehr über eure Kräfte herauszufinden. Zum Zaudern ist jetzt keine Zeit. Auf nach Narsch! Aber lieber Bannon, wenn es um Eile geht und Flucht, dann ist doch immer Zeit. Ja, das war quasi jetzt die Szene, die passiert, wenn wir Ja antworten. Die Szene spielt sich gegen Ende hin ähnlich ab, wenn wir natürlich Nein antworten. Ich werde jetzt mal eben wieder den Spielstand laden und dann schauen wir uns mal an, was denn passiert und welches Accessoire wir dann bekommen, wenn wir Nein antworten würden. Genau, diese Gauntlets, die wir jetzt bekommen haben, ich erzähle gerade kurz was dazu. Das ist ein Accessoire. Wir schauen uns das eben nochmal ganz kurz an, wenn wir schon mal dabei sind. Ausrüsten, Gauntlet. Hier sehen wir es. Von Rittern getragene Kampfhandschuh lässt sein Träger eine Waffe zweihändig führen. Genau. Das heißt, dass wir dadurch quasi mehr Schaden machen. Dieses Gauntlet, wenn wir das jetzt
also ne, diese Auswahl jetzt nicht treffen würden, würden wir sie später, also später nochmal kriegen, in der Yetis Cave, später im Spiel und im Kefkas Tower, dann auch noch zu finden. Von daher ist es jetzt echt euch überlassen, welches Relikt ihr euch aussucht. Wir schauen uns jetzt erst nochmal, wie gesagt, den anderen Storystrang, wenn man so will, an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wieder alles auf Anfang. Da steht er, der Bennen. Jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir Nein sagen. Wir müssen tatsächlich dreimal Nein sagen. Dann geht das nämlich jetzt weiter. Falls ihr nach dem zweiten Mal dann meint, doch Ja sagen zu müssen, dann geht quasi die Szenerie, wie wir sie eben gesehen haben, los. Also auf jeden Fall dreimal hintereinander Nope sagen, dann kriegen wir was anderes. Bist du zu einem Entschluss gekommen, dürfen wir unsere Hoffnung auf dich legen. Fragt er uns und wir sagen, ich weiß nicht. Sie sagt nein. Ist dem so? Gehen wir wieder rein. Der Typi, der ist jetzt hier verschwunden. Weiß nicht, sagt Sabine noch was anderes? Nee, er sagt nichts anderes. Genau. Wir können jetzt... Alter, einmal zu viel. Ach nee, doch nicht. Ja, wir könnten jetzt hier uns dann nochmal ein bisschen durch die Gegend hier laufen. Haben wir jetzt alles geöffnet eigentlich? Ja, ne? War doch so und habe alles geöffnet, ne? Ja. So gut, dass ich den Speicherstand geladen habe. Okay. Nee, also wir gehen wieder raus. Und können dann nochmal mit Bennen sprechen. Er erzählt dann natürlich wieder dasselbe. Bist du zu einem Schluss gekommen, dürfen wir unsere Hoffnung auf dich legen. Und wir sagen natürlich wieder, ich weiß nicht. Ich verstehe. Ja, er wird immer enttäuschter. So, dann gehen wir noch ein drittes Mal raus. Und bist du zu einem Entschluss gekommen, dürfen wir unsere Hoffnung nicht legen. Und wir wissen es immer noch nicht. Gibt es denn keinen Weg, dich umzustimmen? Tja, anscheinend ja nicht. Hoffnung? Wem? Wem sollte ich Hoffnung geben? Ach, Terra. Nur sei doch mal nicht so. Huch! Was hast du? Was ist passiert? Tja, und so springen wir direkt schon zu der Szene, wo der Typ in die Tür reinkommt. Leider. Und wir verpassen sehr viel, ja, sehr viel Information, wie ich finde. Ne? Man überspringt quasi das Ganze mit diesem Magiekrieg, ne? Dass die Magie aus den S-Bahn gezogen wurde und so weiter und so fort. Ja, finde ich ein bisschen schade. Was für eine grässliche Wunde! Schnell, deren Heiler! Südfigaro wurde... Die imperialen Truppen marschieren von Südfigaro direkt auf den Stützpunkt zu. Wir sind entdeckt. Bereite sofort die Evakuierung vor. Lock. Schon klar, ich soll nach Südfigaro und den Vormarsch bremsen. Wir setzen ganz auf deine Fingerfertigkeit. Viel Glück. Terra, mach keinen Unsinn, bis ich wieder da bin. Insbesondere solltest du dich auf gewisse lüsterne Könige achtgeben, die hier nicht näher genannt werden sollen. Lock. Ja, hatten wir eben schon alles, ne? Haha, Edgar, kannst es etwa immer noch nicht lassen. Was? Und was tun wir? Wir werden über den Lethi-Sturm nach Narsch fliehen, auch der Esperweg hin. Sehr wohl, man wird uns am hinteren Tor ein Floß bereitstellen. Es ist eine gefährliche Route, aber andere Wege bleiben uns nicht. Terra, es ist zu gefährlich, ihr flieht mit uns nach Narsch. Dort werdet ihr sicher Gelegenheit haben, mehr über eure Kräfte herauszufinden. Yep. Zum Zaudern ist jetzt keine Zeit, auf nach Narsch! Ich kann euer Zögern verstehen, doch wisset, dass mit jeder Sekunde die Zahl der Opfer Gestalts wächst. Darum bitte ich euch, leiht uns eure Kraft. Dieses Accessoire wird euch schützen. Word. Und da kriegen wir die Genji-Fäustlinge. Sie kriegen sie nicht von Bennen, sondern von einem Soldaten. Und damit landen wir dann genau da, wo wir eben gelandet sind. Nicht? Einen Schritt weiter. Ja, finde ich tatsächlich ein bisschen doof. Ich bleibe jetzt bei den Genji Gloves, ne? Also den Genji-Fäustlingen. Denn die sind, finde ich, gerade in diesem Zeitpunkt des Spiels schon deutlich besser.
Weil... Ich gebe sie einfach mal... Edgar, hier, gern die Vorsicht. Kampfhandschuh aus einem weit entfernten Land ermöglicht das Kämpfen mit zwei Waffen. So, finde ich besser als ein Relikt, das beide Waffen in die Hand, eine Waffe in zwei Hände nimmt, so rum. Wir können diese Genji Gloves auch später nochmal bekommen, natürlich. Wir könnten sie stehlen und sogar auch metamorphen. In der Höhle kurz vorm versiegelten Tor und in Zihans Traum. Was erzählt denn der da? Hä? Ja, du wirst es später sehen. Ne? So, auf jeden Fall möchte ich den Storystrang, wenn man so, kann man Storystrang sagen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall möchte ich quasi jetzt hier an dem Punkt weitermachen, wo wir noch von der Story noch nicht so viel gehört haben. Schützt Sir Bannon, ja natürlich machen wir das. Ist ja jetzt, wir sind ja natürlich auf der Flucht, aber Final Fantasy wäre kein Final Fantasy, wenn man nicht, während wir irgendwie voll im Stress sind oder auf der Flucht, dass man eben nochmal was anderes machen kann. Überlasst die Verteidigung uns und eilt schleunigst nach Narsch. Nö, machen wir nicht. Denn wir wollen Sir Bannon noch ein bisschen hochleveln. Er ist Stufe 13 und wir sehen schon, es ist ein Seher. Wie gesagt, Bannon ist jetzt mit dabei, ist ein temporäres Mitglied, der eigentlich nicht besonders toll ist, finde auch nicht von seinen Attackwerten her. Aber er hat die besondere Ability Pray oder Beten, können wir uns gerne mal angucken, wie das hier heißt, welches natürlich Heilung auf unsere gesamte Party wirft, for free, also keine MP verbraucht, was wirklich toll ist, denn haben wir jetzt quasi einen unlimitierten Heiler, wenn man das so will. Und jetzt für den nächsten Teil des Spiels würde er halt auch diesen Part dann einnehmen. Somit können wir Terra quasi als Damage-Dealer mit Magie quasi dann nun mal benutzen, was auch sehr schön ist. Ich habe auch noch was Lustiges gefunden. Wie gesagt, ich werde jetzt dann hier gleich noch ein bisschen leveln und Bannon vielleicht so auf Stufe 15 bringen, dass wir da auch kein Problem mehr haben. Wenn wir jetzt hier zurückgehen, natürlich. Den Kampf nehme ich jetzt mit rein, dann können wir uns eben nochmal Bannon angucken. Wie gesagt, hier rennen die Belmoda und die Moose rum. Greifen wir uns nochmal an. Wollen ja eben nochmal gucken, wie Bannon so drauf ist. Hier beten heißt es und ja. Schauen wir uns das eben nochmal an. Zack, 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 zack. Es ist nicht nur ein ganz einfacher, simpler Heilungszauber, sondern es ist tatsächlich schon der zweite. Also Kura, glaube ich, heißt es hier. Oder Vitra, glaube ich. Müsste es hier heißen. Glaube ich mal. Was echt super toll ist, wir sind eigentlich unsterblich, wenn man es so will. Hier geht's ja wieder zurück nach Mount Kolz oder Kolzberg und hier steht so eine Wache hier mit so einem Magitech-Mech. Und wenn wir da jetzt so in eine Magitech-Mech, da passiert nichts, aber der Typ da ansprechen, der so, hey, ihr da, ihr seid doch Rückkehrer! Das war's schon. Können wir einfach wieder fliehen. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt hier Bannon nochmal zwei Stufen hochbringen und dann springen wir auf das Floß, was am Lethi-Strom auf uns wartet. Und wie gesagt, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ja, diese Folge war ein bisschen mehr eigentlich so auf Story-mäßig getrimmt. Diese beiden Story-Stränge da mit den beiden Relics wollte ich gerne herzeigen. Ihr habt halt die Wahl, welches ihr möchtet. Es gibt beide Objekte natürlich später noch zu finden. Also sucht euch aus. Ich habe mich jetzt hier für die Genji-Gloves, Genji-Handschuhe entschieden. Auch wenn da ein bisschen Story bei Flöten gegangen ist. Wir werden es vielleicht auch am Ende des Spiels sowieso alles erfahren, was hier überhaupt los ist und wie alles hier geht. Also demnächst eigentlich auch schon bald. Ja, apropos demnächst. Würde mich freuen, dich demnächst dann auch wieder sehen zu können in der nächsten Folge hier von Final 6. Wenn du dich auf die andere Seite vom Bildschirm schnallst, dir bei meinen Machenschaften und mich bei meinen Machenschaften und mir und mich verwechsel ich nicht, denn ich habe einen kleinen Mann im Ohr, der sagt mich alles vor. Wenn du mir bei meinen Machenschaften zusehen würdest, meine ich natürlich.
Hab einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Mann, wo du dich auch befindest, lass dir ein Essen schmecken, etc. pp. Du kennst das Prozedere. Mach's gut, hau rein, bis zur nächsten Folge. Tschüss!